Marianne, wie viele Jahre bist jetzt du Leiterin vom GZ Herzenbach gewesen? 7 Jahre. 7 Jahre. Und was findest du, wie hat sich das GZ in dieser Zeit jetzt entwickelt? Ist ja keine kurze Zeit, 7 Jahre, nein, ist doch. Ich habe es ja vorher schon ein bisschen gesagt. Also, das Auffälligste ist, optisch hat sich entwickelt. Neu eingerichtet, viel saniert worden, viel neu gestrichen. Es ist so ein bisschen vom 60er-Jahr-Mief ins neue Jahrtausend angekommen. Das ist mal das eine. Es geht mehr ins Quartier, wir machen viel mehr draussen, auf den Plätzen, auf dem Areal. Wir sind niederschwelliger geworden. Das Team hat sich wahnsinnig entwickelt, das war aber vorher schon gut. Woher gehst du jetzt nach 7 Jahren? Ich habe die Chance gekriegt, die Leitung des sozialen Dienstes der Stadt Chur zu übernehmen. Und das freut mich sehr. Es ist eine grosse Herausforderung, und ich aber auch Lust habe darauf. Was meinst du, was dich dort erwartet? Ganz viele verschiedene Themen. Noch eine grössere Breite als im GZ, wenn das überhaupt möglich ist. Aber es ist, glaube ich, möglich. Wieder eine öffentliche Verwaltung, ich kenne das, ich kann mir das vorstellen, habe mich dort auch wohl gefühlt, ist zwar ganz anders. Dann erwarten mich Berge wieder. Ja, ich bin ja von dort. Was wünschst du dir für die Zukunft vom GZ? Ich wünsche mir, dass sich es so weiterentwickeln kann, wie es jetzt dran ist. Ich finde, es ist total auf einem guten Weg. Ich wünsche mir, dass die Stadt stellt im Moment Geld in Aussicht, noch mehr für Frühförderung, dass man da wirklich auch noch mehr machen kann. In Partnerschaft mit verschiedenen Organisationen, mit der Stadt noch mehr kann, gerade für die Vorschulkinder, für die ganz Kleinen, für die frühe Entwicklung machen. Ja. Du hast dich auch nicht nur im GZ engagiert in Schwabendingen, du warst auch im Quartierverein im Vorstand. Also allgemein hast du dich da recht stark engagiert. Mit was verbindest du Schwabendingen als Quartier? Ja, ich verbinde Schwabendingen natürlich mit vielem. Wenn ich das alles hier aufzähle, es ging, glaube ich, ein bisschen lang. Also, schon jetzt vom Arbeiten her, die besonders gute Zusammenarbeit. Einfach viele Leute, die einfach auf eine pragmatische Art und Weise offen sind. Wenn Themen reif sind, dann hockt man zusammen und packt zusammen an. Und es ist nicht so kompliziert und keine Intrigen und man fällt dann halt nicht in den Rücken. Also, das finde ich einzigartig. Wirklich. Was würdest du dir für Schwammendingen wünschen? Was würde ich mir für Schwammendingen wünschen? Dass die Südanflüge wegkommen, die Autobahneinhausung endlich kommt. Ich denke, die Erneuerung, die auch ansteht, ist eine Chance, dass viele spannende Leute auch auf Schwammendingen werden ziehen, noch mehr, oder? Was natürlich aber auch wahrscheinlich vielleicht wird dazu führen, dass Leute gehen müssen, die nicht gehen wollen. Also das ist dann so die Kehrseite, das weiss ich nicht, oder? Häuser, die abgebrochen werden. Ja, ich glaube, Schwabendingen hat eine gute Zukunft vor sich. Das wird sich positiv entwickeln. Okay, wir danken dir für alles, was du gemacht hast für das Quartier. Und von uns her, von Tele Schwammi, für die Zusammenarbeit. Danke. Danke.